Gut, dadurch, dass wir noch keine Schmiedebank herstellen können, keine Schmiedebank platzieren können. Quasi ein Nest für Vögel. Können wir ein Vogelnest herstellen? Eine kleine Kiste weiß ich noch nicht so ganz. Oder noch ein zweites Fass wäre auch nicht schlecht. Wir könnten auch einen Feuerholzstapel herstellen. Das würde natürlich auch gehen. Dass ich das noch gedrückt halten muss, ist ein bisschen belastend. Ja, gib mal her, das gute Holz. Na komm. So. Okay. Was wir das Stein brauchen, ist eher noch die zweite Frage. Es kann ja sein, dass wir die Schmiede erst lernen müssen. Ah, Tavernenruf 2. Okay, gut, das dauert noch. Wir könnten Brot lernen. Oder Suppe. Naja, ja, Suppe könnten wir auch lernen, ja. Landwirtschaft können wir noch nicht. Soziales Gas kommt erst noch alles. Steinwerkstatt. Vermärtigungstank. Okay. Warum wir auch mal eine Steinwerkbank kriegen, wenn wir nichts machen. Medaillewürze. Hackfleisch. Schmalz. Butter. Tomatensauce. Das wir schon alles können. Was ist das denn? Werkbank. Essensreste. Achso, das ist dann für Tiere. Steinblock. Polierter Stein. Favoriten. Achso, wir können Sachen zu Favoriten zufügen. Achso, was wir lernen mal. Brot lohnt sich noch nicht. Ich würde eher lieber Tee haben. Diese Katze. Okay, Essen haben wir noch genug. Nimm zum letzten Schritt. Der Gärung. Platziere den Getränk und brauche einen Fass mit Allee. Du kannst das Rezept verfeinern, indem du zum Beispiel Früchte hinzufügst und es benennen. Die Zutaten kannst du im Briefkasten von Taverne bestellen. Ich muss auch F drücken, ich Idiot. Dann komm mal hier hin. So. Wilde Allee. Wir können noch Bierhopfen hinzufügen. Wilde Allee, wie nennen wir das denn? Nehmen wir das. Es ist ja kein Honigmet. Wir nennen es Gebräu. Wie lange dauert das denn jetzt noch? Oh, das wird dauern, kann das sein? Wir brauchen Kohle. Nice. Dann holen wir uns mal Kohle. Da können wir bestimmt auch doch den Schmiedetisch herstellen. Ich war einfach bloß zu dumm dafür. Bestimmt hier hin, jawohl. Was können wir denn? Wir können eine Fackel herstellen. Nice. Nicht worauf ich gehofft habe, aber nice. Ich glaube, hier drüben hat man noch Kohle. Ja, der ganze Platz wird bestimmt noch. Die werden wir bestimmt noch gebrauchen. Stellung geliefert. Nice, mein Katzenapf ist da. Also brauchen wir gleich nochmal Geld. Jede Menge Geld. Erstmal holen wir uns ein bisschen Brennstoff. Das können wir noch nicht benutzen, oder? Genau. Nee, können wir noch nicht. Haben wir eine Kiste.
Achso, das ist die Lieferkiste. Wo könntest du denn hin, liebe Katze? Also was, du kommst dahin. So. Liegt sie mitten, einfach da zwar mittendrin, aber interessiert ja keinen, denke ich mal. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte Wasser holen. Welche Tasten? Wasser können wir umgebrauchen. Könnte sogar Farbe geben. Okay, wie öffnet man nochmal? Oh, ne? Das ist, ich muss aufpassen, dass ich das nicht vergesse hier, wie man spielt und so. Fügen wir nochmal Brennstoff hinzu. Jemand möchte essen. Jemand möchte noch mehr essen. Ups. Stimmt, wir haben ja. Gibt die Zapfhähne. Warum hat natürlich noch keine Kerze? Achso. Das Fass ist leer. No. Was mit Besen? Der Hilfetext hier ist natürlich ein bisschen unlucky, so sehe ich nicht, ob wer jemand was braucht oder nicht. Ich habe gehört, der Besitzer ist ein Kultist. Was? Das wäre mir neu. Das wäre mir neu. Achso, weil bestimmt fragen jetzt einige so, hey, wie machst du das mit den LP und so? Das Spiel ist ja noch nicht vollständig raus, ne? Wir sind ja noch im Early Access. Es hat jetzt mal ein kleines Update gegeben, was aber drin war, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ich habe noch nicht gelesen. Sorry, ich habe gerade abgelehnt. Ich habe hier solche komische Mückenstiche auf meiner Hand und ich bin verwirrt, wieso, weshalb. Jetzt ist jetzt auch noch Wasser. Hey, du willst nochmal Nachschlag, okay. Komm sofort. Schöne Erfahrung kriegen hier. Schön sich für Erfahrung abholen. Außerdem brauchen wir sowieso, wir brauchen haufenweise Geld, ey. Sieht's noch Bestand aus? Okay, wir haben noch ein bisschen. Ja, sonst gibt's ja halt Pampe, ne? Wenn wir kein Essen mehr haben. Aber Pampe wollen wir ja nicht servieren. Denn schon sollen die Leute auch echtes Essen kriegen. Wird langsam widerlich. Geht ja schon los, Mensch. Deswegen, unser Vorhaben derzeit wird wahrscheinlich sein, hey, wir spielen erstmal so weit, dass wir die 100% erreichen. Das wird jetzt so erstmal das Ziel. Ich habe meine Maus-TP erhöht. Das ist so erstmal das Ziel. Oh, es kann sein, dass ich die dann rausschmeißen muss, weil es zu dunkel ist. Weil die Kerze ist nämlich fast leer. Das wird schon wieder ekelhaft sein. Und erfolgstechnisch haben wir noch einiges zu. Haben wir noch einiges zu tun. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Das Bier braucht noch. Wir könnten nochmal schnell neuen Brei kochen. Warum wollt ihr denn alle Wasser?
Also wer kommt in der Taverne und bestellt Wasser eigentlich? Und warum stehst du dafür auf, Junge? Lass mich doch einfach zum Tisch rufen. So, ich hoffe jetzt... Oh, ich will gerade sagen, hoffentlich bestellt jetzt keiner Wasser. Noch jemand, bevor ich jetzt hier losgehe? Nein? Okay. Aber bis jetzt muss ich sagen, bin ich ziemlich überrascht von dem Spiel. Also ich bin, ne, kann ich mich nicht beklagen. Finde ich sehr gut. Und es werden auch noch mehr von solchen Spielen hier folgen. Solche paar Indie-Farm-Spiele und Co. Weil, klar, meine Reichweite ist nicht so groß, aber ich möchte den Spielen wenigstens eine Plattform bieten. Und bevor jetzt einer fragt, so, hey, dann kommt ja bestimmt auch Stardew Valley. Bei Stardew Valley weiß ich nicht. Stardew Valley weiß ich nicht. Dann höchstens nur im Koop. Und selbst da weiß ich auch noch nicht so wirklich. Ja. Okay, wir haben fast den Wandkalender. Junge, der Typ hier sitzt auch schon übel lange hier. Jetzt wollen die alle trinken. Okay. Genau, bestell lieber Essen. Das Essen bringt nämlich das meiste Geld ein. Noch ein Wasser. Hier ist es gar nicht mal so schlecht. Hier, du hast auch einen guten Service. Schau dir mal den Typ mit Augenbinde an. Der ist schon Stammkunde fast. Och, ich weiß jedes Mal, wenn ich hochgehen möchte. Jedes Mal, wenn ich hochgehen möchte. Jetzt will er noch bestellen, wetten. Komm. Ich hätte geschrien, wenn du Wasser bestellt hättest. Belohnung. Nichts. Glückwunsch, du hast das erste Bier gebraut. Drücke hier, um den Talentbaum Augen zu sehen, um neue Rezepte zu erlernen. Es wäre nicht mehr den Zutaten und eigene Bierkategorien. Dein Bier ist fast bereit, serviert zu werden. Alkoholische Getränke müssen reifen, bevor sie verkauft werden können. Dafür musst du in den Keller der Taverne. Jetzt können wir den Keller herstellen, I guess. Das war jetzt natürlich, um Getränke zu reifen, gib einfach eine Reifefass und lasse etwas Zeit vergehen. Mit der Zeit wird dein Getränk reifer und der Preis wird sich bis zum maximalen Level ausgereift erhöhen. Näher dich nur Reifefass und drücke den Knopf. Okay. Sorry, kann noch nicht. Ich habe hier noch eine fucking Taverne, um die ich mich kümmern muss. Und da tut gerade jemand schlecht reden. Wichser. Also da geht man einmal in den Keller, schon wird schlecht geredet. Sauberkeit, ja, geht ja schon los. Ich kann ja nichts dafür, dass alle hier hinkotzen. Ich weiß nicht mal von was. Ich serviere ja nicht mal Bier. Leute können doch nicht mal kotzen hier. Ich komme ja schon. Schon los, Mann. Ich will mal schnell neues Essen schon mal anfertigen. Kann ich den Grieß auch benennen, dass er mehr Geld gibt oder was? Okay, wir haben ein Gold. Das ist schon mal was Gutes. Und ich glaube, wir brauchen noch... Ich weiß nicht, ob ein Gold... Ob ein Gold genug ist. Ich bin gerade weggegangen, ey. Come on. Ja, ich würde gerne wischen, wenn ich dazu kommen dürfte. Sauber. Wir machen noch bis 20 Silber und dann machen wir Feierabend. Dann machen wir hier dicht. Oh,
Verpiss dich. Ich muss hier reservieren. Ich kann jetzt hier nicht mich um doofen Kunden kümmern hier. Och, ich war, hätte ich doch einführen sollen. Mir ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Wir machen zu. Es muss sein, was Engel trinken. Du trinkst noch nicht mal was. Du isst. Alter. So. Jetzt können wir uns um den Reifeprozess kümmern. Jetzt haben wir Zeit. So. Könntest du sogar noch ein Bier herstellen, ne? Frau, warum erst das hier? Brauche 3 Stunden gleich, ne? So, jetzt gehen wir nochmal raus, holen uns nochmal ein bisschen was. Holen uns die nächsten Bestellungen, den Wandkalender und Katzenkorb. Strahlender Wand, nicht? So, Wandkalender und Katzennapf. Genau, okay, 100 Silber sind 1 Gold. Gut. Okay, wenn die Bäume weg sind, dann können wir das dann hier hin platzieren. Hier. So, dann gehen wir mal nochmal hoch fix. Ich könnte mir auch neue Kerzen bestellen. Wir könnten noch Kerzen gebrauchen. Ich hoffe mal, dass die nicht so teuer sind. Erstmal tun wir hier oben rumhampeln. Mal gucken zum Beispiel, ob es hier irgendwie... Ja, jawohl. Hier haben wir den Äpfel. Den können wir gebrauchen. Die Musik ist echt gut gemacht in dem Spiel. Also das muss man den lassen. Die Musik ist nice. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Da laufe ich bestimmt noch nicht lang, oder? Dass ich das hier nicht ernten darf, hier. Okay, ich darf das Gras auch allgemein hier nicht wegmachen. Okay. Früchte holen wir uns sehr gerne. Können wir nämlich gebrauchen. Können wir nämlich neuen Kries herstellen. Temperatur. Ja, ist kalt. Ich weiß. So. Kohle mitnehmen. Kohle brauchen wir. Hey, wir sind fast das nächste Level. Das heißt, wir schalten dann so langsam Landwirtschaft frei. Das wäre super. Wir könnten Landwirtschaft gebrauchen. Das hat bestimmt noch irgendwas zu tun hier. Hier müsste nochmal Kohle sein. Jawohl, in die Mine können wir bestimmt auch noch rein, wenn wir den Typen auftauen. Ja, mit der Kohle. Wir brauchen sie. Stellung geliefert. Nice. Ja, den Tutorial-Text brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist eigentlich hier hinten? Wollen wir schon mal hier oben? Oh, hier oben ist nochmal Eisenerz. Bin gespannt, wann wir die ersten Leute einstellen können. Also wir wissen jetzt, haben wir erfolgstechnisch noch viel zu tun. Ja. Das haben wir definitiv. So viel kann ich schon mal verraten. Hier haben wir den Kupfer. Ich finde schön so alles so pixelig, ne? Alles so schön in Pixel-Art-Style. Und dann hast du das Wasser, was einfach das realistischste Wasser überhaupt ist. Auch schön.